In diesem Video gehen wir der Frage nach, was ist das Usenet, wie richte ich es ein und ist es ähnlich wie bei One-Click-Hosting? Also das Usenet hat erstmal nichts mit One-Click-Hosting zu tun, aber viele Dateien werden eben über One-Click-Hoster aus dem Internet geladen und oft kriegt man dann, wenn man eine Datei nicht findet, den Verweis, man soll doch mal im Usenet schauen. Meistens ist das unseriöse Werbung, nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade im Usenet Dateien länger online bleiben und man nicht mit so vielen gelöschten Dateien zu kämpfen hat. Vermutlich ist der Grund, dass man immer noch ein bisschen unter dem Radar ist mit dem Usenet. Aber das kann man sich ja zunutze machen, indem man sich einfach einen Usenet-Account kauft. Denn genau wie bei One-Click-Hosting braucht man auch hier einen Account, um Dateien vernünftig herunterzuladen. Es gibt ja auch schon einige Multihoster, die das Usenet im Programm haben. Ich will hier mal beispielhaft Premium.to und Premium.ice erwähnen. Ich habe mich allerdings trotz allem für einen Account bei NewsDaemon entschieden. Erstens sind die Preise sehr günstig und man kann sich sehr flexibel raussuchen, was man haben möchte. Man kann auch Blockplans kaufen, das heißt, der Traffic verfällt nie. Und was auch hier noch hinzukommt, die Dateien sind schon über 8 Jahre auf dem Server und sind nicht runtergelöscht worden. Bei Standard-Usenet-Providern ist das oft so 3 Jahre und wenn die Datei dann älter ist, findet man die Datei eben nicht mehr. Die werden dann automatisch quasi bereinigt. Deshalb ist NewsDaemon im Moment mein Favorit, weil er die längste Vorhaltezeit für Dateien hat. Gerade wenn man was Älteres sucht, ist das von Vorteil. Ein Test für NewsDaemon findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber jetzt genug zu dem Anbieter. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man Dateien aus dem Usenet herunterladen kann, wenn man dort einen Account hat. Eigentlich geht es ganz einfach. Man braucht ein Programm, das eben die Dateien herunterladen kann. Theoretisch kann das der JDownloader auch, der kann es aber im Moment noch nicht so gut. Deshalb werden wir hier noch ein anderes Programm nehmen, nämlich dieses SubNZBD, wie auch immer man das ausspricht. Klicke ich hier auf Download for Windows, lade die Setup-Exe herunter. Wenn der Download dann beendet ist, kann ich die ausführen. Bestätige hier mit Ja. Nochmal OK. Hier nehme ich an. Und hier würde ich euch empfehlen, den Haken mit NZB-Dateien verknüpfen zu setzen. Systemstart muss es nicht ausgeführt werden. Gehe auf Weiter, nochmal Weiter und Installieren. Wenn die Installation dann abgeschlossen ist, die Versionshinweise brauche ich mir nicht anzeigen zu lassen, bestätige ich hier nochmal mit Fertigstellen. Und dann führe ich das Programm aus. Dann mache einen Doppelklick auf das Icon von dem Programm. Ich nenne es jetzt einfach mal SAP, bevor es hier kompliziert wird. Und das Programm bringt eine GUI mit, also eine grafische Benutzeroberfläche. Allerdings öffnet sich die im Browser, wie wir gleich sehen werden. Rechts unten hat sich schon das Symbol eingeblendet. Und jetzt öffnet sich der Browser. Hier werden wir nach der Sprache gefragt. Deutsch passt so. Klicke ich hier auf Assistent starten und hier kann ich gleich meinen Server eintragen. Deshalb gehe ich hier mal zurück auf NewsDaemon und sehe hier in der Account-Übersicht meinen Benutzernamen. Den kann ich gerade rauskopieren. Kann den schon mal bei Benutzernamen hier eintragen. So, dann brauchen wir einen Server. Die sind hier aufgelistet. eu.newsdaemon.com. Den kann ich hier eingeben und jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt. Das ist natürlich das Passwort, das ich bei der Anmeldung verwendet habe. Nun kann ich hier noch eine Verschlüsselung aktivieren. Das unterstützt NewsDaemon natürlich. Gehe hier mal auf alle Anzeigen und stelle hier sicher, dass der Port 563 eingestellt ist. Das erfahre ich auch auf der NewsDaemon-Seite. Und zwar, wenn ich hier unten auf Ports klicke, kann ich dann sehen, dass für die europäischen Server SSL auf zum Beispiel auf Port 563 aktiviert ist. Von daher passt hier die Einstellung so und ich kann bei den Verbindungen die maximale Anzahl auf 50 ändern. Das kann ich auch bei NewsDaemon entnehmen. Das kommt nämlich auf mein Paket an, das ich gekauft habe. Wenn ich das billigste Paket gekauft habe, dann habe ich nur 20 Connections, aber bei allen anderen Paketen habe ich hier 50 Connections zur Verfügung. Gebe hier also 50 ein und sage Server überprüfen. Und hier steht Verbindung erfolgreich hergestellt. Sollte also soweit alles passen. Gehe ich hier auf Weiter. Dann wird das Programm neu gestartet im Hintergrund. Und hier gehe ich dann auf SubNZBD anzeigen. Jetzt ist ja der Server hinzugefügt, ist soweit alles eingerichtet. Jetzt brauche ich nur noch eine NZB-Datei. Eine NZB-Datei ist vergleichbar mit einer DLC-Datei, wie man sie schon vom JDownloader kennt. Das ist also ein Container quasi, der nochmal die Links auf die Dateien tatsächlich enthält. Und dazu bin ich jetzt mal hier auf nzbindex.nl gegangen. Dort finde ich eben Dateien, die ich herunterladen möchte. Und suche mir mal hier eine aus. Das ist Big Bug Bunny, ist ein lizenzfreier Film.
Den kann ich also ganz legal runterladen und klicke hier auf Download. Jetzt wird hier eine NZB-Datei runtergeladen, wie man sieht. Und ich kann die Datei speichern, muss ich aber gar nicht, sondern ich kann direkt sagen, öffnen mit. Und jetzt gehe ich aufs Programm zurück und sehe schon, dass er hier die Datei hinzugefügt hat. Und dass er auch direkt mit dem Download angefangen hat. Er warnt mich jetzt zwar vor zu vielen Verbindungen mit dem Server NewsDaemon, der Download funktioniert trotzdem, also nehme ich das einfach mal so hin. Das war's jetzt soweit zum Usenet, also man braucht sich nur einen Account bei einem Provider anlegen. Die Accounts sind relativ günstig und relativ flexibel, je nachdem wie viel man runterlädt. Man braucht also auch ein Programm, mit dem das funktioniert. Und das Programm funktioniert im Grunde ähnlich wie der JDownloader. Wenn man jetzt hier eine RAR-Datei zum Beispiel hat, wird die auch automatisch entpackt. Das kann man alles einstellen. Ist also recht unkompliziert. Es gibt solche NZB-Index-Seiten. Und es gibt aber auch ähnlich, wie man es halt von OneClickHost dann kennt, Foren, in denen man diese Dateien findet. Und die würde ich auch eher empfehlen. Denn hier auf diesen Index-Seiten werden urheberrechtlich geschützte Werke oft gelöscht. Und je nach Land, in dem man sich befindet, kann es ja legal sein, das ein oder andere mal runterzuladen. In dem Fall werden sie hier gelöscht. Und bei den Foren, die haben eben Vorkehrungen getroffen, nämlich, dass die keinen Klarnamen verwenden von den Dateien. Die sind schwieriger zu finden für die Rechteinhaber und sind deshalb auch meistens online. Weitere Infos dazu bekommt ihr in der Videobeschreibung. Ich habe auch noch einen Werbelink in der Videobeschreibung von NewsDaemon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den nutzen würdet. Dann bekomme ich nämlich meine Accountlaufzeit bei NewsDaemon verlängert. Vielen Dank.